Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Webinar in der Borsati Fortbildungsakademie begrüßen, das wir gemeinsam mit dem Wunschbabyinstitut Feichtingen-Baden machen. Es handelt sich ausnahmsweise um ein Thema, wo unser Lieblingsvirus nur eine marginale Rolle spielt, nämlich um die Troublemaker in der Frühschwangerschaft. Also auch ein Thema, was auch beim allgemeinen Mediziner immer ein bisschen mit Angst besetzt ist und wo man auch ein bisschen sozusagen da zusätzliche Informationen haben kann. Ich freue mich besonders, dass wir hier aus dem Wunschbabyinstitut Feichtinger in Baden sozusagen live senden dürfen. Lieber wäre mir, wenn wir Sie live begrüßen können. Und es geht dann einerseits um die extrauterine Schwangerschaft, andererseits um ein Laborthema, um sozusagen auch um Viren und Bakterien, wie sich sozusagen der tägliche Kampf im Labor gegen diese Tierchen, die sozusagen die Arbeit schwer machen, und dann um das Thema Hyperandrogenie, wie man das diagnostiziert, wann und warum. Und ich darf gleich die erste Rednerin begrüßen. Das ist die Frau Pizinitz, die über die extrauterine Schwangerschaft jetzt ein bisschen plaudern wird. Herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Professor Endler, vielen, vielen Dank für die Einleitung und die freundlichen Worte und vor allem die Unterstützung. Ich freue mich, meine Damen und Herren, heute sehr interessante Themen mit Ihnen durchzubesprechen und fange an mit meinem ersten Vortrag, Troublemaker in der Frühschwangerschaft. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl, Sie haben ein Beta-HCG mit relativ niedrigen Werten, möchten das zuordnen und da stellt sich die Frage, wie lautet meine Arbeitsdiagnose? Durch diese Themen möchte ich Sie gerne heute durchbegleiten. Es geht zum einen um die Pregnancy of Unknown Location, das heißt, die Frage ist, wo sitzt denn meine Schwangerschaft genau? Ich weiß, ich habe ein Beta-HCG, weiß aber nicht, wie ich es zuordnen soll. Zum anderen die extrauterine Schwangerschaft. Es ist klar, es ist nicht intrauterin lokalisiert, meine Schwangerschaft, aber wo sitzt sie denn? Eine der wichtigsten Differentialdiagnosen, die gestörte Frühschwangerschaft, offenbar eine intrauterine Schwangerschaft, laut meinen Laborwerten, aber offenbar kein normaler Verlauf. Machen wir einen kurzen Exkurs in die Endokrinologie der frühen Schwangerschaft. Grundsätzlich produziert das Corpus luteum zunächst Progesteron, aber ungefähr ab der 8. bis 10. Schwangerschaftswoche, beziehungsweise laut einigen Daten auch ab der 6. bis 8. Schwangerschaftswoche, kommt es zu einem sogenannten luteoplazentaren Shift. Das heißt, die Plazenta übernimmt dann die Produktion. Die Progesteronproduktion wird unabhängig vom Corpus luteum später in der Plazenta produziert. Und man kann davon ausgehen, dass nach dem luteoplazentaren Shift die Progesteronsubstitution auch von extern in Form von medikamentöser Unterstützung nicht mehr nötig ist. Wie gehe ich jetzt meine Problematik an? Mein Troubleshooting-Tool Number One ist dieses wunderschöne Glykoprotein mit einer Alpha- und einer Beta-Untereinheit. Das handelt sich um das Beta-HCG. Das Beta-HCG ähnelt den Hypophysenhormonen. Und warum heißt das eigentlich Beta-HCG? Es geht darum, dass der Labor-Assay sich hauptsächlich gegen die Beta-Untereinheit richtet. Und das ist auch namensgebend. Wichtig ist, dass das Beta-HCG im Gegensatz zu den hypophysären Hormonen keiner hypophysären Steuerung unterliegt, sondern einer paracrinen Regulation eben auf plazentarer Ebene. Es ist mein wichtigster Messparameter für den Verlauf, allerdings nicht wirklich zuordnenbar in der alleinigen Betrachtung. Das heißt, ich brauche eine Anamnese mit genauem Schwangerschaftsverlauf und mit Dauer meiner Schwangerschaft auf Woche und Tag genau und speziell nach ART-Methoden die Kenntnis über Tag des Embryotransfers bzw. Anzahl der transferierten Embryonen.
Kurz zur Physiologie des Beta-HCGs. Ab dem Zweizellstadium kann es als Messenger-RNA gemessen werden. Die Produktion läuft dann später über den Synzytiotrophoblast. Dieser produziert immer mehr Mengen an Beta-HCG, das dann in den mütterlichen Kreislauf, in den mütterlichen Organismus übergeht und im Urin und dann auch im Serum nachgewiesen werden kann. Meine ersten messbaren Werte im Urin ergeben sich ab dem 7. bis 8. Tag nach Konzeption. Und bei regulärer Schwangerschaft ist es so, dass in 85% aller vitalen intrauterinen Schwangerschaften bis zur 9. bis 11. Woche eine Verdoppelung stattfindet, also in etwa eine Verdoppelung. In der Literatur ist das mit 60% angegeben. Danach fallen die Beta-HCG-Werte wieder bis zur 20. Schwangerschaftswoche auf basale Werte. Jetzt die wichtigste und brisanteste Frage ist, wie hoch erwarte ich das Beta-HCG, zu welchem Zeitpunkt? Ich habe Ihnen einige Tabellen mitgebracht, die uns zeigen Tage nach Eisprung und die Mittelwerte gemeinsam mit relativ breiten Referenzwerten, wie Sie sehen, jeweils in den rechten Spalten, nach reproduktionsmedizinischen Methoden finden wir uns da ungefähr 12 bis 14 Tage nach Punktion bei Werten zwischen 50 und 100 Units. Das heißt, das ist für uns nicht ungewöhnlich, relativ niedrige Serumwerte zu messen. Was kann ich über den Prädiktionswert des Beta-HCGs sagen? Es gibt da eine sehr interessante Arbeit, die über 6000 Schwangere nach reproduktionsmedizinischer Technik in Vitro-Fertilisation durchforstet hat. Und die konnten sozusagen die Aussage treffen, dass bei 4 plus 0 ein Start-HCG von 100 Einheiten mit relativer Sicherheit in einer Einlingsschwangerschaft resultiert und bei etwa 200 Einheiten eine Zwillingsschwangerschaft vorliegt. Allerdings gab es bei dieser Studie auch 20 Lebendgeburten bei Start-HCGs von unter 20 Einheiten. Gehen wir kurz auf die Einflussfaktoren ein. Das heißt, Sie haben es gerade gehört, die Anzahl der Fruchthüllen auch bei einer Mehrlingsschwangerschaft verändert man Start-HCG und dann auch das HCG im weiteren Verlauf. Zum anderen auch der mütterliche BMI, wie auch ein OHSS über die Verteilungsvolumina. Und die Frage nach dem Progesteron ist eine sehr interessante. Inwieweit ist es prädiktiv für den Ausgang meiner Schwangerschaft, für den weiteren Verlauf meiner Schwangerschaft? Dazu muss man sagen, der Progesteronwert hilft mir prinzipiell, eine gestörte Schwangerschaft zu detektieren, hilft aber nicht in der Lokalisation und unter anderem kann die Interpretation meiner Werte und der Progesteronsubstitution schwierig sein. Die Literatur spricht von einer 97,5%igen Sensitivität, wenn die Progesteronwerte bei 25 Nanogramm pro Milliliter liegen, um eine extrauterine Lokalisation der Schwangerschaft auszuschließen. Und eine nicht vitale Schwangerschaft wird mit 99% Sensitivität vorliegen, wenn die Progesteronwerte unter 5 Nanogramm pro Milliliter liegen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Es gibt dazu eine Arbeit, die sich mit genau dieser Frage beschäftigt hat, nämlich Analysis of Low Progesterone Levels in Successful RT Pregnancies. Und die hat vitale Schwangerschaften detektiert bei Progesteronwerten, die deutlich unter den angegebenen Werten lagen. Das heißt, auf das Progesteron ist nicht 100%iger Verlass. Gehen wir jetzt kurz ein auf die Risikofaktoren für eine ektope Schwangerschaft. Das ist zum einen natürlich der Zustand nach extrauteriner Schwangerschaft, zum anderen sind es tubenchirurgische Eingriffe, entzündliche Tubenerkrankungen durch bakterielle Infektionen sind hier zu nennen, zum Beispiel nach Chlamydien- oder Gonokokkeninfektion, weshalb auch das Chlamydien-Screening wichtig ist in
der Diagnostik. Chronisch entzündliche Erkrankungen im kleinen Becken, die grundsätzlich eine tubare Sterilität verursachen. Dann ist es auch wichtig, die Schwangerschaft trotz liegendem intrauterinen Device zu erwähnen. Die Wahrscheinlichkeit für eine ektope Schwangerschaft durch das intrauterine Device ist per se nicht erhöht. Wenn es allerdings zu einer Schwangerschaft kommt, ist diese in 50% der Fälle eben ektop gelegen. Daran sollte man denken. Endometriose und mögliche Verwachsungen und die ART an sich sind Risikofaktoren für die ektope Schwangerschaft. Zur Häufigkeit der ektopen Schwangerschaften, die ist mit, in der Literatur mit 2,2 bis 4,5% als höher angegeben unter reproduktionsmedizinischen Techniken als nach Spontankonzeption. Ich denke, man muss dazu sagen, dass die Patientinnen, die grundsätzlich zur IVF kommen, grundsätzlich Kinderwunschpatientinnen auch Risikofaktoren in der Anamnese mit sich bringen. Das gilt es auf jeden Fall zu beachten. Insgesamt ist aber in den letzten Jahren die Inzidenz der ektopen Schwangerschaften nach ART gesunken. Was man in jedem Fall bedenken muss, ist das erhöhte Risiko für heterotope Schwangerschaften, also das gleichzeitige Vorliegen einer intrauterinen mit einer extrauterinen Lokalisation der Schwangerschaft, 0,15% versus 0,004. Nur damit Sie eine Vorstellung haben, das wären 150 Personen auf 100.000 versus 4 Personen auf 100.000. Kommen wir zur Lokalisation einer ektopen Schwangerschaft, gereiht nach ihrer Häufigkeit. Das größte Tortenstück, das Sie hier sehen, ist die tubare Lokalisation mit fast mit über 95%, gefolgt von allen anderen ektopen Lokalisationen, der abdominalen Lokalisation, der ovariellen, auch zervikale Schwangerschaften und die intramorale interstitielle Schwangerschaft beziehungsweise Lokalisationen in einer Sektionarbe machen hier den kleineren Teil aus. Meine Tribal Shooting Tools Number 2 und Number 3 sind sicher die Ultraschalldiagnostik und die Klinik, wobei es meiner Meinung nach so ist, dass man die nicht separat gewichten kann. Sie gehören gemeinsam betrachtet. Geht man auf die Ultraschalldiagnostik nun etwas näher ein, muss uns Gynäkologen klar sein, wir haben zwei Sonden am Gerät, die Abdominalsonde und die Vaginalsonde. Es gilt, das Maximale aus dem Gerät herauszuholen. Das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Und bitte beide Sonden benutzen, insbesondere bei unklaren Gegebenheiten. Welche Einstellungen am Gerät sind für mich wichtig? Grundsätzlich ist es meistens so, dass der Schmerz der Patientin mein Untersuchungsfeld schon etwas eingrenzt. Ich wollte meinen Fokus größer stellen, insgesamt den Fokus darauf legen, wo ich untersuche und diesen Bereich vergrößern. Den Fokus tatsächlich am Gerät dann bitte auch nachoptimieren, also nicht nur hineinzoomen, sondern wirklich auch den Fokus mit optimieren. Frequenz und Auflösung müssen eingestellt sein. Beim Gain ist es am besten, ihn zuerst an die Blase anzupassen, um Artefakte zu vermeiden. Die Kontrasteinstellung ist ein wichtiges Thema. Und man kann den Color Flow zu Hilfe nehmen, auf das ist auch der 3D-Ultraschall ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel. Wann ist die Geräteeinstellung besonders wichtig? Besonders wichtig bei schlechter Sicht. Das heißt, Patientinnen mit Adipositas, schlechter Eindringtiefe des Ultraschalls, bei Myomen, die mir eventuell meine Sicht verdecken, insbesondere bei retroflektiertem Uterus oder bekannten und gleichzeitig vorhandenen Adnexprozessen, eine Corpus luteum Zyste, Artefakte, beziehungsweise Hämatome
und auch untypische Lokalisationen für die ektopische Schwangerschaft. Insbesondere sind da die interstitiellen Schwangerschaften zu nennen, beziehungsweise die abdominalen. Und nicht zuletzt, wir gehen nun auf die sonografischen Parameter ein. Was sollte ich denn wann sehen? Schwangerschaftswoche plus einen Tag, also knapp nach Ausbleiben der Regel, zumindest im hochaufgebauten Endometrium eine Fruchthöhle darstellbar sein sollte. Dasselbe gilt für HCG-Werte ab in etwa 1500, das ist zumindest unsere Handhabung. Die Literatur spricht auch von 1000 bis 2000 Einheiten, wo es auf jeden Fall gut wäre, eine Fruchthöhle intrauterin detektieren zu können. Ab der 5 plus 0 Schwangerschaftswoche und einer Fruchthöhle von über 8 mm wäre es dann schon wünschenswert, einen Dottersack darzustellen. Und ab der 5 plus 0 bis 6 plus 0 Schwangerschaftswoche beziehungsweise der Fruchthöhle zwischen 5 bis 12 mm Durchmesser einen Embryonalpol. Ab einer Fruchthöhle über 20 mm beziehungsweise wenn die Scheitelsteißlänge bei 5 bis 6 mm liegt, wäre es schön, so etwas zu sehen, nämlich eine Herzaktion. Und ich habe es Ihnen absichtlich als sehr klein dargestellt. Der Pfeil deutet auf dieses kleine Flackern, das man am Anfang sieht. Bitte vermeiden Sie Doppler oder gepulsten Doppler oder Colorflow in diesen sehr, sehr frühen Wochen. Zur Klinik bei Ektopa-Schwangerschaft. Die Klinik kann sehr, sehr unterschiedlich sein und variiert von einseitigen oder generalisierten Unterbauchschmerzen über die perikloniale Reizung bis hin zu recht deutlichem Druckschmerz im Bereich, der eventuell mit dem Vaginal-Ultraschall reproduziert werden kann. Werden sie im Vaginalschall reproduzieren. Untersuchung ist dann sehr, sehr angenehm für die Patientin und sie gibt sie als schmerzhaft an. In der Flutterfeier, klarer Zirkel, der mir eindeutig meine extrauterine Flüssigkeitsansammlung bzw. intraabdominale Flüssigkeit. Hier sehen Sie gleich, es muss sich nicht jede extrauterine Schwangerschaft oder ektopische Schwangerschaft derartig darstellen. Es kann durchaus sein, dass Sie auch einen Situs wie hier haben, wo der Uterus darstellbar ist. Mein kleiner roter Pfeil zeigt mir eine zervikale Schwangerschaft. Auch das eine Ektope-Lokalisation und wie Sie auf dem Bild sehen, keinerlei Anzeichen einer abdominalen Flüssigkeit. Das führt uns zu den Fallstricken in der Ultraschalldiagnostik. Worauf muss ich besonders achten? Gehen wir kurz auf den Gelbkörper ein. Das Corpus luteum unterhält meine Schwangerschaft und hat einen echogenen Randraum und eine zirkuläre Durchblutung. Das heißt, diese zirkuläre Durchblutung ist auch im Colorflow darstellbar. Somit ist der Ring of Fire nicht wirklich hilfreich. Was können Sie aber tun? Sie können die Echogenität des Corpus luteum vergleichen mit der fraglichen Raumforderung und mit der Echogenität des Endometriums. Das zeigt Ihnen eine dickere hypoechogene Wand beim Corpus luteum. Gegebenenfalls hat der Gelbkörper auch eine blumenartige Struktur, eventuell mit Zelldetritus oder Einblutungen.
Ich persönlich finde es schwierig, es darzustellen, aber es wird in der Literatur ein Claw-Sein beschrieben. Das Claw-Sein ist ein kleiner krallenartiger Ausläufer des ovariellen Stromas, das das Corpus luteum umgibt. Und zu beachten, sicher sehr selten, aber doch möglich, das Corpus luteum kann auch kontralateral sein. Kommen wir also nochmal zurück zum ersten Bild, Ring of Fire. Wenn Sie das linke Bild betrachten und das rechte Bild betrachten, sich die Echogenität der zirkulären Struktur ansehen, werden Sie im rechten Bild eine etwas hyperechogenere Darstellung der zirkulären Struktur sehen, die Ihnen vielleicht hilft, die zirkuläre Struktur insbesondere durch den Flow doch so zu diagnostizieren, dass das rechte Bild eine ektope Schwangerschaft ist und das linke Bild ein Corpus luteum. In dem Fall ist das rechte Bild die ektope Schwangerschaft. Fallstricke in der Ultraschalldiagnostik Nummer 2, der Pseudogestationssack. Beim Pseudogestationssack wird dieser so beschrieben als intrauterine Flüssigkeitsansammlung, die mir den Gestationssack imitiert. Dafür muss ich wissen, was ist der Gestationssack? Der Gestationssack ist eine deziduale Reaktion um die Implantation herum und kann entweder im Endometrium sein oder das Endometrium kann ins Endometrium hinein implantiert sein oder das Endometrium umgibt den Embryo. Ich habe es Ihnen hier schematisch dargestellt. In beiden Fällen ein Gestationssack einmal ins Endometrium hinein implantiert, im kreisrund. Im anderen Fall sehen Sie wie konzentrische Kreise. Wenn wir uns jetzt das erste Bild nochmal ansehen, werden Sie erkennen, dass beim linken Bild dieser Pseudogestationssack sich darstellt als entrundete Formation. Es ist nicht kreisrund und nicht umgeben von einer hyperechogenen dezidualen Reaktion. Ebenso im zweiten Bild, wo die Sternchen eine Serometra darstellen, die sich, wenn Sie genau hinsehen, verfolgen lässt bis in die zervikalen Bereiche. Und was Sie auch sehen, ist, dass am dritten Bild sehr wohl eine deziduale Reaktion vorhanden ist. Sie haben eine kreisrunde Struktur, fast konzentrische Kreise. Das bedeutet, mein drittes Bild ist kein Pseudogestationssack. Genaues Hinschauen lohnt sich. Ich habe Ihnen noch einige Vergleichsbilder mitgebracht. Nochmal die Frage nach intrauteriner Fruchthöhle oder Pseudogestationssack. Schauen wir uns zunächst das rechte Bild an. Im rechten Bild sehen Sie auch eine relativ runde Struktur, allerdings ohne Hyperechogenität, dafür relativ groß. Links sehen Sie eindeutig eine Schichtung des Endometriums und eine deziduale Reaktion um die Implantation herum. Das bedeutet, das rechte Bild ist tatsächlich ein Pseudogestationssack, das linke Bild eine intrauterine Fruchthöhle. Nochmal eine Gegenüberstellung, intrauterine Fruchthöhle oder Pseudogestationssack. Auf der linken Seite nochmals entrundete Formation ohne zirkuläre Struktur. Auf der rechten Seite eine sehr, sehr frühe Gemini-Anlage mit zwei isolierten Fruchthöhlen und hauchdünn angedeutet eine zirkuläre Dezidualisierung. Und ein letztes Mal noch Pseudogestationssack oder intrauterine Fruchthöhle. Wenn Sie sich beide Strukturen ansehen, werden Sie merken, dass die rechte etwas runder ist, allerdings ist die deziduale Reaktion unterbrochen mit einer Flüssigkeitsansammlung. Links ebenso entrundet, viel Material intrauterin, keine kreisrunde Struktur. Es handelt sich bei beiden dieser Bilder um Pseudogestationssäcke. Kommen wir nun kurz zu Hämatomen.
Hämatome sind etwas tricky, weil sie sich wie amorphe Massen darstellen. Das heißt, es ist eine variable Echogenität darzustellen, die man erst als solche detektieren muss. Man kann es nicht immer auf den ersten Blick zuordnen und insbesondere vom Darm unterscheiden. Hilfreich kann hier sein eine bimanuelle Untersuchung, das heißt ein dynamischer Schall, in dem die eine Hand auf der Bauchdecke der Patientin platziert wird und sozusagen man Gewebe gegen den Vaginalschall verschoben wird. Ich habe Ihnen einige Beispiele mitgebracht, wie Sie sehen, sehr, sehr unterschiedliches Bildmaterial. Im Bild Nummer 1 sehen Sie eine amorphe Struktur intraabdominal, die kaum zugeordnet werden kann, ebenso im Bild B. Im Bild C haben Sie mit U gekennzeichnet den Uterus, mit O das Ovar, ebenso mit Corpus luteum und dahinter eine amorphe Struktur, relativ scharf begrenzt und dahinter Darm. All diese Strukturen, auch Struktur Nummer D, sind sehr schwer auf einem Bild zu diagnostizieren. Das heißt, ich benötige hier wirklich meinen dynamischen Schall und die Anamnese der Patientin dazu. Wenn Sie sich das letzte Bild ansehen, das könnte auch durchaus ein Adnex-Tumor sein. Nochmal einige Beispiele von Douglas-Hämatomen im ersten Bild. Eingeblutete Massen hinter dem Uterus. Ebenso im Bild darunter, im Bild Nummer C, wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie auch intrauterin Einblutungen fast in Form dieses Pseudogestationssacks bzw. einer Hämatometra über ein Zurückbluten. Im Bild Nummer D, ganz amorphe Strukturen im Douglas-Raum. Vorne sehen Sie mit U gekennzeichnet den Uterus. Ich habe Ihnen nun einige Beispiele von ektopen Schwangerschaftslokalisationen mitgebracht. Hier das Beispiel einer interstitiellen Schwangerschaft. Der Uterus selber und das Endometrium sind abgegrenzt und in dieser zirkulären Struktur, die fast, man könnte es fast als koronale Schwangerschaft bezeichnen, sehen Sie eindeutig die deziduale Reaktion, die wieder direkt ins Myometrium eingebettet ist mit einer weiteren zirkulären Struktur, die dem Dottersack entspricht. Es handelt sich hier um eine interstitielle Schwangerschaft. Das ist ein sehr schönes Beispiel für eine 3D-Sonographie. Die 3D-Sonographie kann vom versierten Schaller sehr, sehr gut genutzt werden. Es ist hier eine zirkuläre Struktur im Tubenwinkel, im proximalen Tubenanteil. Besonders wichtig bei solchen Lokalisationen eine frühe Diagnostik zu betreiben, da Rupturen in dem Bereich besonders akut verlaufen können. Wir kommen zum nächsten Bild. Sie sehen im zervikalen Bereich eine zirkuläre Struktur mit der ektopen Schwangerschaft. Die Cervix ist fast völlig nach ventral verdrängt und die Dezidua-Anteile drängen ins Abdomen hinein. Auch solche Schwangerschaften sind möglich und können in manchen Aufnahmen vielleicht im Ultraschall nicht gesehen werden. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dynamisch und langsam zu schallen. Hier am Beispiel einer Schwangerschaft im Bereich der Sektionarbe. Die Schwangerschaft imponiert sehr, sehr klein. Das Cavum uteri sehen Sie völlig leer, das Endometrium verläuft dahinter. Wichtig ist es, solche Schwangerschaften zu detektieren und sie dann auch richtig zu therapieren. Eine Kuretage kann hier sehr, sehr schnell lebensbedrohlich werden für die Patientin. Wir kommen dann noch zur richtigen Indikation für die Methotrexat-Anwendung. Auf das komme ich noch später zu sprechen.
Ich habe Ihnen hier noch weitere Beispiele von Ektopenschwangerschaften mitgebracht. In diesem Bild bezeichnen die kleineren Pfeile die Uterusbegrenzung und der große Pfeil, der von außen kommt und die zirkuläre Struktur andeutet, zeigt mir meine tubare Schwangerschaft in ihrer Ektopenlokalisation. Hier ein Beispiel für eine ektope Schwangerschaft, wo Sie den Uterus völlig separat vorne sehen, im oberen Bildbereich. Die Sternchen sind Einblutungen, amorphe Strukturen, die Hämatomen und Einblutungen entsprechen, und ins Abdomen eingebettet meine zirkuläre Struktur, die der relativ seltenen, die einer relativ seltenen abdominalen Schwangerschaft entspricht. Hier habe ich Ihnen mitgebracht ein Beispiel für eine heterotope Lokalisation. In der rechten Bildhälfte sehen Sie die reguläre intrauterine Schwangerschaft mit Dottersack. Links daneben sehen Sie aber die ektope Schwangerschaft zirkulär im Tubenanteil. Da muss man wirklich vorsichtig sein, insbesondere beim Schwangerschaftsschall nach reproduktionsmedizinischen Techniken, sich nicht sofort zu freuen über die intrauterine Schwangerschaft, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen, die Adnexbereiche nochmal zu durchforsten und zu sehen, auch wenn die Patientin grundsätzlich asymptomatisch ist, aufgrund der vorher erwähnten höheren Inzidenz der heterotopen Schwangerschaft. Hier noch ein kleines Quizbild. Was habe ich hier? Patientin mit einem niedrigen HCG und einer unklaren Struktur im Bereich der Adnexe. Tatsächlich handelt es sich hier um eine eingeblutete Zyste, die anamnestisch bei der Patientin auch vorher schon bekannt war. Wir kommen noch kurz zur Differentialdiagnostik gestörte Frühschwangerschaft. Eine gestörte Frühschwangerschaft ist dann vorhanden, wenn ich beispielsweise eine Fruchthöhle von über 25 mm darstellen kann, jedoch kein Embryo sichtbar ist, beziehungsweise keine Herzaktion bei einer Scheitelsteißlänge von über 7 mm. Und dann natürlich auch im Verlauf, wenn ich die Patientin immer wieder bestelle, wenn über 14 Tage nach Ultraschall mit Fruchthöhle kein Embryo mit Herzaktion darstellbar ist, beziehungsweise bei über 11 Tagen, die ich die Patientin im Follow-up sehe, nach Ultraschall mit Dottersack und ohne Embryo mit Herzaktion. Warum ist es so wichtig, sich Zeit zu nehmen? Das Abwarten lohnt sich prinzipiell zur Diagnosesicherung, ist aber nur mit der gut aufgeklärten Patientin möglich, mit ausreichender Compliance, wenn in der Differentialdiagnostik die Diagnose der gestörten Frühschwangerschaft gestellt wird, ist eine Methode die medikamentöse Therapie mit Cyprostol und oder Mifepristone beziehungsweise die Saugkuretage. Nach erfolgter Therapie sollte nach 14 Tagen kein HCG mehr nachweisbar sein. Ich möchte ganz kurz über die Methotrexat-Therapie der Ektopenschwangerschaft sprechen. Grundsätzlich ist Methotrexat ein Folsäureantagonist und hemmt die Dihydrofolsäure-Reduktase, ist somit ein wesentlicher DNA- und RNA-Zellsynthesehemmer. Über seine Funktion im Purin- und Pyrimidinaufbau. Wichtig zu wissen, Methotrexat wird renal ausgeschieden und wirkt immunsupprimierend und kann einen Transaminasenanstieg bewirken. Wie gehe ich nun vor? Wann ist meine Indikation? Anwenden kann man Methotrexat bei der klinisch eher asymptomatischen Patientin hin zur Patientin mit kaum klinischer Symptomatik. In jedem Fall sollte keine freie Flüssigkeit darstellbar sein. Je niedriger die HCG-Werte, desto erfolgversprechender ist die Therapie. Die Literatur spricht von einem Cut-off-Wert bei ca. 5000 Einheiten HCG.
Es sollte der Befund generell unter 35 mm liegen und keine positive Herzaktion vorhanden sein. Man braucht auch eine gute Compliance der Patientin. In jedem Fall sollte die Methotrexat-Applikation tagesklinisch erfolgen. Wie macht man das nun? Zur Vorbereitung braucht die Patientin ein Blutbild mit einem Differentialblutbild Leber- und Nierenfunktionswerte. Appliziert wird Methotrexat in Form von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, EM als Einmaldosis. Sämtliche Folsäurepräparate sollten pausiert werden, dass sie die Methotrexatwirkung abschwächen könnten. Und es wird im Nachhinein dann nochmal 5 Milligramm Folsäure nach 24 Stunden gegeben. Die HCG-Kontrollen erfolgen jeweils im 3-Tage-Rhythmus, also nach Applikation am Tag 4 und Tag 7. Und ein Abfall um 15% zeigt mir eine erfolgreiche Therapie an. Das heißt, das sollte dann wöchentlich kontrolliert werden bis zur Negativität. Bis mein HCG genullt ist. Ist das nicht der Fall, muss ich die Methotrexatgabe wiederholen. Was sind Kontraindikationen zur Therapie? Sämtliche Befunde über 35 mm beziehungsweise natürlich die symptomatische Patientin, womöglich auch mit Kreislaufinstabilität beziehungsweise reichlich freie Flüssigkeit, HCG-Werten über 5000 Einheiten oder schlechte Patienten-Compliance, hepatische oder renale Dysfunktionen oder Immunsuppression, Alkoholkonsum, Magen-Darm-Erkrankungen bzw. ein Ulkus. Und zu beachten sind die Wechselwirkungen über die Plasma-Eiweiß-Bindung mit anderen Pharmaka, wie beispielsweise Protonenpumpenhemmer, Barbiturate oder Penicilline durch die Verdrängung aus der Plasma-Eiweiß-Wirkung. Zusammenfassend kann man sagen, wenn die Patientin asymptomatisch ist, ist expektatives Vorgehen grundsätzlich gerechtfertigt. Meine Ultraschallkontrollen kombiniere ich mit HCG-Kontrollen, wiederhole das zweitägig. Die gute Aufklärung ist insbesondere aufgrund der Forensik notwendig und das expektative Vorgehen schützt mich vor zu frühen Indikationen der Laparoskopie bzw. der Curettage. Jede Patientin mit positivem HCG bleibt bis zur Klärung der Diagnose und der Lokalisation eine Pregnancy of Unknown Location. Und dann sind wir auch schon durch, schneller als erwartet. Ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen, die aus dem Publikum kommen. Dankeschön. Okay. Wir haben hier eine Frage. Fertilität muss nach verhütet werden. Grundsätzlich Methotrexat muss sagen, eine sehr kurze Halbwertszeit, 6 bis 8 Stunden. Es wirkt sich zwar aus auf die Oogenese und also die Follikelreifung und die Spermatogenese, aber diese Auswirkungen sind reversibel und somit raten wir den Patientinnen zwar 1 bis 2 Zyklen Pause nach einer Methotrexat Intervention und danach sie dem Kinderwunsch wieder nachgehen. So, das war, soweit ich das sehen kann, die einzige Frage. Meine Damen und Herren, wir haben noch einiges vor an diesem Abend. Ich freue mich sehr, unsere Laborleiterin, Frau Magister Börger, ankündigen zu dürfen. Christine, du bist bereit, übergebe an dich. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Gut, mein Beitrag zum heutigen Abend kommt jetzt eher von der Seite im Labor. Es geht um Outbreak im Labor, nämlich die Problematik von Viren und Bakterien in der Embryonenkultur. Was sind die Besonderheiten eines IVF-Labors? Ein IVF-Labor ist eine ideale Umgebung für ein Zellwachstum. Das heißt, wir haben keinen sterilen Arbeitsbereich. Wir arbeiten ebenso mit unsterilen Flüssigkeiten, hier vor allem genannt das Ejakulat, auf das wir jetzt noch länger zu sprechen kommen. Von daher ist es wichtig für uns im IVF-Labor eine Balance zu finden zwischen dem gewünschten Wachstum von Embryonen und aber unerwünschte Kontaminationen und Keime zu eliminieren. Was gibt es denn für Konsequenzen, wenn wir jetzt Kontamination in der Kultur haben? Zum einen kannst du natürlich gleich einmal starten mit, wir haben gar keine brauchbaren Gameten, die wir heranziehen können für die Befruchtungen. Sollten wir Gameten bekommen, kann es trotz allem sein, dass wir ein Befruchtungsversagen haben, dass es zu keinen Befruchtungen kommt. In weiterer Folge könnte es aber sein, dass wir zwar eine Befruchtung haben, aber letztendlich keine Embryonen, die wir transferieren können. Keime haben ebenso auch eine schlechtere Schwangerschaftsrate und natürlich letztendlich ist es für unsere Patienten eine große psychische Belastung, wenn es dann zu keiner Schwangerschaft kommt und was wir natürlich vermeiden wollen, ist eine Übertragung der Keime auf die Patienten. Gleich von weg, wie häufig sind denn überhaupt Kontaminationen im IVF-Bereich? Ein Review-Paper hat zusammengefasst, dass es in etwa 0,7% der Zyklen weltweit betrifft. Es ist also nicht sehr häufig. Zum einen auch, weil es natürlich ein Screening vor Behandlungsbeginn gibt. Das heißt, Patienten werden vorab auf Keime und Viren untersucht. In Österreich ist es so, dass das von der Gewebeentnahmeverordnung geregelt ist. Wir müssen vor Behandlungsbeginn Serologiestatus wissen bezüglich HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis und Chlamydien aus dem Harn. Gegebenenfalls kann man noch, je nach geografischer Herkunft oder medizinischer Vorindikation, noch testen auf Gonorrhoe, Zytomegalovirus, Herpes simplex oder Papillomavirus. Was sind unsere gewünschten Outcomes? Gewünschte Outcomes sollen so aussehen. Wir haben hier im oberen Bild eine Zygote, das ist ein Embryo an Tag 1. Gerade der Befruchtungscheck, wir sehen zwei Vorkerne, der Embryo sieht gesund aus und darunter ist ein Bild eines Embryos am Tag 5. Das nennt man eine Blastozyste. Die Zellen, die hier unten außerhalb der Blastozyste liegen, sind die, die bereits aus der Zone geschlüpft sind. Das heißt, dieser Embryo ist bereit für eine Implantation. Was wir nicht haben möchten, sind Fragmente oder Vakuolen. Wir sehen in der oberen Eizelle, dass es einfach Einschlüsse gibt und Vakuolen, die flüssigkeitsgefüllt sind. Darunter ist ein Embryo, der viele Fragmente aufweist. Das sind alles Parameter, die von schlechter Embryonenqualität sprechen. Ebenso schlimm ist es, wenn der Embryo gar nicht mehr vital ist, sondern wie in diesen rechten Bildern, man Eizellen sieht, die degeneriert sind. Was gibt es jetzt für Kontaminationsquellen im IVF-Labor? Wir haben zum einen die Kontaminationsquelle Luft. Unsere Umgebungsluft ist voll mit Sachen, die wir jetzt nicht zwingend in unserem IVF-Labor haben möchten. Zum einen sind das zum Beispiel Pilzsporen. Wir haben ebenfalls VOCs, das sind Volatile Organic Compounds, das sind flüchtige organische Stoffe. Die sind aber prinzipiell nicht wegkriegbar. Die werden produziert und fallen uns auch in letzter Folge gar nicht so auf. Was wir machen können, um diese Luftkeime etwas zu dezimieren, sind HEPA-Filter in den Lüftungsanlagen der Räumlichkeiten und natürlich dann letztendlich für das Arbeiten mit den Zellen eine sterile Werkbank, ebenso mit Filtern. Im IVF-Labor gibt es eine kleine Faustregel, nämlich das geruchfreie Arbeiten. Alles, was Geruch hat, hat das Potenzial, ein flüchtiger organischer Stoff zu sein und somit embryotoxisch zu wirken. Deswegen sollten Geruchmittel nicht verwendet werden wie Parfums, Deos. Wenn wir Plastikware verwenden, wird die vorab ausgedampft.
Es gibt eigene Stifte im IVF-Labor, die auch geruchsfrei sind. Und natürlich sollten Geräte, die nicht zwingend im IVF-Labor stehen sollten, einfach vermieden werden. Zudem gibt es eigene Desinfektionsmittel für die Reinigung, die ebenfalls geruchfrei sind. Und natürlich sollte es ein QM geben, das Partikelmessungen standardmäßig nach den Reinraumklassen überprüft. Eine weitere Kontaminationsquelle sind Labormitarbeiter. Die bringen vor allem Hautkeime mit, also Staphylococcus-Arten, Corynebacter oder Acinobacter, ebenso wie Magen-Darm-Keime wie Klebsiella oder E. coli. Daher ist es wichtig bei Labormitarbeitern, dass sie die Hygienemaßnahmen beachten und jederzeit Bereichskleidung anlegen, wenn sie das Labor betreten. Haube, Mundschutz, ebenso wie sterile Handschuhe, wo notwendig, und vor allem das Pipettieren mit dem Mund ist zu vermeiden. Nächste Kontaminationsquelle sind natürlich die Patienten. Wir arbeiten mit unsterilen Flüssigkeiten, Samen- und Follikelflüssigkeit, hier natürlich in erster Linie das Ejakulat. Und ein Review nach einer Kontaminationsquelle, die eingeteilt wurde von Pomeroy, zeigte, dass ca. 32% der Kontaminationsquellen von dem Ejakulat herstammen, unsauberes Arbeiten hingegen auch bei 23% liegt und der Rest wurde aufgeteilt in Öl, Medien, Luft und die Mitarbeiter. Wenn wir von Keimen reden und von den Körperflüssigkeiten, gibt es natürlich das humane Mikrobiom. Das heißt, die Gesamtheit der Bakterien und Pilze des menschlichen Körpers ist jetzt prinzipiell nichts Schlechtes. Es gibt Keime, die wirken als Kommensalen, die haben einen neutralen Effekt auf uns. Es gibt Symbionten und es gibt aber auch Pathogene. Wenn wir jetzt den Reproduktionstrakt anschauen, ist es so, dass eine gesunde vaginale Flora Lactobacillus-Arten enthalten, Bifidobakterien, Staphylococcus-Arten, Clostridium und Ureaplasmen in Balance. Follikelflüssigkeit ist weitgehend steril, zeigt aber anaerobe Keime, die tatsächlich leider meistens nicht durch unsere Antibiotika, die wir in den Kulturmedien verwenden, zu eliminieren sind. Gleich eine Frage vorweg ist, ob unfruchtbare Frauen ein anderes Mikrobiom im Reproduktionstrakt als fertile Frauen zeigen. Da gab es bereits sehr spannende Studien dazu. Vor allem zeigte sich Lactobacillus als sehr, sehr spannendes Bakterium. Das wurde eingeteilt in dieser Studie in zwei Gruppen, nämlich die LD-Studie, die Lactobacillus-Dominant-Gruppe und die Non-Lactobacillus-Dominant-Gruppe. Die dominante Gruppe zeigte tatsächlich bessere Implantation, Schwangerschafts- und Lebendgeburtenraten. Das war signifikant im Vaginalmikrobiom, noch deutlicher im uterinen Milieu und ähnliche Ergebnisse gab es auch bei Endometriumproben. Trotz allem, es ist sehr schön zu wissen, aber eine gesunde Körperflora heißt nicht zwingend für uns im Labor, dass die Embryonen vital sein müssen. Samenflüssigkeit ist eine weitgehend unsterile Flüssigkeit, auch mit einem aktiven Mikrobiom. Nicht sehr überraschend, Bakterienflora zwischen den Partnern ist angeglichen. Die normale Flora in einem Ejakulat sind wieder Staphylococcus-Arten, aber ebenso Coliforme. Und um ein bisschen die Kontamination in der Kultur bereits vorwegzunehmen, ist es so, dass die Kulturmedien im IVF-Bereich bereits mit Antibiotikum versetzt sind. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten so ergeben, dass Gentamicin da das Antibiotikum der Wahl ist. Was sind die negativen Effekte von unerwünschten Kulturen, also Keimen in der Kultur? Kurz ein kleiner Output, wie denn so eine Embryonenkultur aussieht. Wir haben hier ein kleines Bild mit diesem Media Droplet. Das sind jetzt Kulturmedien, in denen die Embryonen kultiviert werden. Das Ganze ist mit Öl überschichtet in einer Petrischale. Diese Medien sind pH-stabil. Eine Embryonenkultur braucht nämlich einen pH-Wert zwischen 7,2 und 7,4. Um diese Stabilität zu erreichen, wird das Ganze in einem Inkubator unter bestimmten CO2-Bedingungen inkubiert, damit die Medien Zeit haben,
sich zu äquilibrieren, werden diese Schalen meist einen Tag davor, bevor sie verwendet werden, schon vorkultiviert. Das Problem von Keimen, wenn wir jetzt Keime in der Kultur haben, ist, dass die Metabolite produzieren und diese Metabolite natürlich auch unseren pH-Wert beeinflussen können. Diese Metabolite zum Beispiel führen zu oxidativen Stress und es kommt auch zur Ammoniumproduktion. Wichtig zu wissen ist, dass Bakterien in der Kultur nicht zwingend pathogene sein müssen, um die Embryonenkultur tatsächlich massiv zu beeinträchtigen. Es ist so, dass wir in der IVF zwei Befruchtungsmethoden haben. Die eine Befruchtungsmethode nennt man ICSI. Bei der ICSI ist es so, dass wir ein einzelnes Samen aus dem Ejakulat nehmen und es mit einer Nadel in die Eizelle injizieren. Bei der klassischen IVF ist es so, dass wir aufbereitete Samenproben mit einer bekannten Konzentration zu einer Eizelle über Nacht kultivieren und die Samen können selbst die Eizelle befruchten. Es ist nicht so überraschend, dass es tatsächlich weniger bakterielle Infektionen nach einer ICSI gibt als bei einer klassischen IVF, wo einfach mehr Volumen eines aufbereiteten Ejakulats verwendet wird. Zur Samenpräparation. Damit wir nicht nativen Samen verwenden müssen, gibt es zwei große Gruppen der Präparation, wie wir Viren und Bakterien aus dem nativen Ejakulat bekommen. Die eine Kultur nennt sich Swim-Up. Bei einem Swim-Up wird ein Röhrchen verwendet, in dem am Boden eine Ejakulatprobe pipettiert wird und darüber ein Medium. Dieses Medium wird dann mit dem Ejakulat einfach 20 Minuten stehen gelassen und die Samen haben die Möglichkeit, aktiv von unten nach oben zu schwimmen. Somit bleiben die meisten Bakterien im Ejakulat am Boden sitzen. Es ist kaum Zellschrott ganz oben bei uns im Output, sondern nur noch die beweglichen Samen, die wir brauchen. Darin gegenübergestellt ist die Dichtegradientenzentrifugation oder DGZ. Da ist es so, dass wir einen Dichtegradient pipettieren. Das sind zwei unterschiedliche Phasen eines mehrmaschigen Netzes. Und darüber wird die Ejakulatprobe pipettiert und in die Zentrifuge gestellt. Durch die Zentrifugation werden jetzt die vitalen Samen nach unten gedrückt und wir haben im Output dann die Trennung von Seminalplasma und von den nicht vitalen Spermatozoen, die oben im Ejakulat hängen bleiben. Ebenso ist das die Methode der Wahl, wenn wir Viren aus unserem Ejakulat entfernen wollen. Kleiner Nachteil bei der Dichtegradientenzentrifugation ist der, dass zum Teil auch Zellschrott mit ähnlicher Masse auf dem Output landet wie Samen. Nur ein kleiner Überblick. Es ist so, dass vor der Samenpräparation ca. 63-65% der Samenproben mit Bakterien versetzt sind. Nach einem Swim-Up zum Beispiel werden tatsächlich 95% dieser Bakterien entfernt. So, unsere Troublemaker. Wir starten mit den Viren. Die Hauptproblematik der Viren auch im IVF-Labor ist in dem Fall die Übertragung auf Patienten. Gameten sind potenzielle Vektoren und können befallen werden und können Viren übertragen. Die tatsächliche Schädigung auf die Kultur an sich ist fraglich. Gezeigt hat sich bereits, dass es einen negativen Einfluss auf die Motilität, also auf die Beweglichkeit der Samen, geben könnte. Die Methode der Wahl, wie schon erwähnt, ist die Dichtegradientenzentrifugation. Die entfernt nachweislich HIV, HBV, HCV und Herpes Simplex-Viren. Nicht entfernt werden zum Beispiel CMV. Also das wurde bereits gezeigt, dass hier die Dichtegradientenzentrifugation nicht erfolgreich ist. Covid können wir nicht ganz außen vor lassen. Zum derzeitigen Wissensstand ist es so, dass Covid-19 derzeit nicht sexuell übertragbar ist. Es gibt da tatsächlich noch keine Nachweise dafür. Ein Review aus 14 Studien zum Nachweis im Reproduktionstrakt hat gezeigt, dass bis jetzt nur eine Studie konnte es nachweisen, dass in der Samenflüssigkeit tatsächlich der Virus vorkommt, aber in 6 aus 143 getesteten Männern. Ebenso wurde gezeigt, dass es Einfluss auf den
auf das Testosteronlevel hat und auf die Konzentration und Motilität nach der Infektion. In vaginalen Abstrichen gibt es bisher keine Nachweise. Anderes Parameter ist tatsächlich die virale Kontamination im UVF. Die ist derzeit als minimal einzuschätzen. Auch weil Patienten mit aktiver Infektion nicht behandelt werden und die direkte Ansteckung als größte Gefahr derzeit diese Probe kontaminierte den flüssigen Stickstoff und dieser flüssige Stickstoff kontaminierte weitere Knochenmarkproben im Tank. Es kam zu Hepatitis B-Infektion von 6 weiteren Patienten aufgrund des kontaminierten Stickstoffs. In IVF ist es so, dass natürlich auch wir, da wir hauptsächlich Zellen lagern, die nicht virale Kreuzkontamination sehr, sehr als minimal einzuschätzen. Es gibt Studien, die tatsächlich Medien getestet haben, sowie flüssigen Stickstoff getestet haben und einfach die ganze Kreuzkontamination in diesen Stickstoffen somit als minimal einzustufen ist. Es gab keine Nachweise seither. Risiko ist vernachlässigbar. Es gibt auch keine Nachweise in der Kultur, also in den Medien, in denen die Embryonen gelagert werden. Trotzdem ist Vorsicht zu wahren. Man sollte eigene Quarantänetanks benutzen, eigene Quarantäneinkubatoren für bekannt serologiepositive Patienten. Samenaufbereitung vor der Lagerung ist sehr zu empfehlen. Es sollte Ejakulat nicht zwingend nativ eingefroren werden, sondern eine dichte Gradientzentrifugation gemacht werden. Und natürlich sollte man den Status der Infektion der Patienten vorab kennen. Weiters hat man die Möglichkeit, geschlossene Kryosysteme zu verwenden. Somit sind wir mit den Viren durch. Kommen wir zu den Bakterien. Bakterien haben vor allem einen Einfluss jetzt auf die Samenqualität, wenn wir uns das Ejakulat anschauen, in Form von DNA-Fragmentierungen. Es kann zu Vakuolen im Kopfbereich der Samen kommen. Es kann zu Zellmembranschäden kommen, Veränderungen des Akrosoms. Es kann zu Veränderungen der Mitochondrien kommen. Die sitzen im Halsbereich und sind für die Fortbewegung zuständig. Durch die Metabolite kann es zu oxidativem Stress kommen. Und es können sich Bakterien tatsächlich auch an Samenzellen anheften und somit die Bewegung beeinflussen. Im schlimmsten Fall kommt es zur Apoptosis der Samenzellen. Als Beispiel Chlamydia trachomatis, die häufigste Geschlechtskrankheit weltweit, ist bei Frauen oft asymptomatisch, kann in weiterer Folge aber zu Tubenverschluss und somit zu Ektopen-Schwangerschaften führen. Bei Männern beeinträchtigt es nachweislich die Samenqualität. Chlamydia trachomatis kann an Samenzellen binden und ist tatsächlich nicht durch die dichte Gradientenzentrifugation komplett zu eliminieren. Es können Endotoxine in Samenzellen gebildet werden und das alles führt zu erhöhten DNA-Fragmentierungen. Zudem überlebt Chlamydia trachomatis auch den flüssigen Stickstoff und führt in der Kultur zu Embryonic Arrest, wenn es denn zu Befruchtungen kommt. Ein weiteres Bakterium, Mycoplasma genitalis, ist zusammen mit Gonorrhoe die zweithäufigste Geschlechtskrankheit. Das sind sehr, sehr kleine Bakterien. Wir sehen hier rechts unten eine Samenzelle, die angedeutet mit diesem weißen Pfeil ein Mycoplasmum trägt. Diese Mycoplasmen sind sehr, sehr schwer zu eliminieren, weil sie so klein und filtergängig sind. In der Kultur sind sie schwer zu detektieren und sind bekannt unter Silent Contaminations zum Teil.
Sie besitzen keine Zellwand, sind daher resistent gegen viele Antibiotika, sowie Penicillin. Gentamicin, also unser Antibiotikum, das in der Zellkultur verwendet wird, wäre tatsächlich wirksam, ist aber in weit höherer Konzentration notwendig. Mykoplasma steht derzeit in Verdacht für viele Fragmentierungen, für Arrest und für Nekrosen in der Embryonenkultur. Neisseria gonorrhoeae ist bekannt für reduzierte Samenqualität. Es kommt ebenfalls zur Antikörperbildung gegen Spermatozoen vermehrt. Es ist aber tatsächlich mikroskopisch recht gut zu sehen in Form von den Bakterien, wenn wir das Ejakulat im Mikroskop untersuchen. Kurz zu E. coli. E. coli gehört zur Familie der Enterobakterien, ist vermehrt vorherrschend bei urogenitalen Infektionen, reduziert die Motilität der Samen durch Adhäsion und führen auch zu Agglutination, also wo Samen dann tatsächlich zusammenkleben und sich nicht fortbewegen können. Es kommt zu Mittelstückdeformationen, wieder auch Mitochondrien betreffend, Plasmamembranveränderungen sowie erhöhte DNA-Fragmentierungen. Dazu ist nicht einmal direkter Zellkontakt notwendig und es hat, wie gesagt, negativen Effekt auf die Mitochondrien. Ganz kurz zu Treponema pallidum, dem Bakterium, der Syphilis auslöst. Prinzipiell zeigen Syphilis-Patienten schlechtere IVF-ICSI-Outcomes, auch wenn die Syphilis bereits überstanden ist. Es gibt signifikante Unterschiede in Befruchtungsraten und in der Embryonalentwicklung und eine erniedrigte Schwangerschafts- und Nebengeburtenrate. Ureaplasmen sind in ca. 19% der Samenproben enthalten und zeigen einen negativen Einfluss auf Samenparameter, haften sich ebenfalls sehr, sehr gerne auf Samenzellen an und sind somit eine Beeinträchtigung für die Motilität, die Beweglichkeit der Samen. Wenn wir jetzt endlich geschafft haben, dass wir schöne Embryonen bekommen, liegt noch der Embryotransfer vor uns. Beim Embryotransfer hat man natürlich noch einmal die Chance, Embryonen in irgendeiner Form zu kontaminieren. Es gab eine sehr spannende Studie, die Abstriche vor und nach dem Transfer am Transferkatheter, am Cervix und in der Vagina abgenommen haben. Und das Outcome waren negative Schwangerschaftsraten bei Enterobakterien und Staphylococcus, die nachgewiesen wurden. Mögliche Ursachen dafür wurde diskutiert, dass der Transfer von Bakterien aus dem Cervix in den Uterus stattgefunden haben könnte und somit zu Veränderungen der endometrialen Struktur geführt haben könnte. Weiters wurde diskutiert, dass es tatsächlich auch eine direkte Kontamination des Embryos durch den Transferkatheter gegeben haben könnte und somit das Implantationsvermögen des Embryos unterbunden wurde. Kleiner Schwachpunkt dieser Studie ist, dass es keine Daten zum Mikrobiom des Endometriums gegeben hat. Das wäre noch sehr spannend gewesen. Pilze. Pilze sind ein weiterer Faktor, der tatsächlich relativ häufig im IVF-Labor nachzuweisen ist. Pilze sind vor allem kommen von Haut von Mitarbeitern, ist in der Lüftungsanlage vorhanden oder natürlich auch über die Follikelpunktate, über die Scheidenflora ins IVF-Labor zu bringen. Die Kulturmedien, die wir verwenden, sind ohne Antipilzbestandteile. Und was aber positiv zu sehen ist, ist, dass Embryonen von Pilzinfektionen reingewaschen werden könnten. Der Pilz, den Sie hier sehen, oder die Kontamination, ist Candida albicans, ein hefeartiger Pilz. Man sieht hier den Embryo schön ummantelt von vielen Hefepilzsporen. Die kommen vor allem an Schleimhäuten vor, Mund, Rachen, Verdauungstrakt und Genitalbereich und sind fakultativ pathogen bei verminderter Immunität. Ein weiterer Pilz wäre zu nennen als Aspergillus. Das ist ein Schimmelpilz, der hauptsächlich über die Luft verbreitet wird. In der Embryokultur sieht es hier wie oben aus. Links wäre einfach ein Medium-Tropfen, wo sich so schöne Pilzhyphen jetzt schon in die Ölphase hineinwachsen lassen und rechts wäre ein Embryo mit Pilzhyphen. Abgesehen von dem Embryo ist Aspergillus natürlich über die Sporen in der Luft auch für Menschen
nicht sehr gesund. Es kann zu Aspergillosen oder allergischen Reaktionen führen oder zu Toxikosen, wenn wir verschimmelte Nahrung zu uns nehmen. Ein letzter Punkt unserer Troublemaker sind Parasiten. Hier zu nennen wäre Trichomonas vaginalis, ein parasitärer Protozoe, der im Schleimhäuten des Urogenitaltrakts vorkommen kann. Bei Männern meist symptomlos, bei Frauen führt es zu Ausfluss und Juckreiz, befällt vor allem Harnröhre oder Harnblase und gegebenenfalls auch die Gebärmutter und kann zu kurzfristiger Unfruchtbarkeit führen. Der Einfluss auf die Kulturbedingungen direkt auf die Embryonentwicklung ist nicht ganz geklärt, aber nachweislich führt es zu Implantationsversagen, wenn es nachgewiesen wird. Kommen wir zu ein paar Fallbeispielen. Fallbeispiel Nummer 1 wäre über ein Enterobakterium. Es kam zu einer ICSI mit Kryosamen. Also es war eine Punktion, eine Eizellentnahme. Man hat Samen aufgetaut, um die Befruchtung durchzuführen. Befruchtungsrate war normal, aber bis zum Tag 5 der Entwicklung waren alle Embryonen lysiert, also haben sich quasi aufgelöst. Die Kryoprobe wurde daraufhin eingesandt und es wurde das Enterobakterium Morganella morgani entdeckt, die wahrscheinlich bei der ICSI in die Eizellen injiziert wurde und somit zu keiner embryonalen Entwicklung führte. Dahingehend würden wir natürlich empfehlen, vor dem Einfrieren Samen mit antibiotischen Waschmedien zu präparieren, über Swim-Up oder Dichtegradient. Wenn wir wissentlich Samen auftauen, der nativ eingefroren würde, empfiehlt es sich nach dem Tauen mit einem antibiotischen Medium zu waschen. Zweites Beispiel wäre zu Trichomonas vaginalis. Hier kam es zu einer Follikelpunktion mit 18 Eizellen und aus diesen 18 Eizellen war nur eine Eizelle befruchtet, die dann auch noch am Tag 2 im Arrest war. Es wurde daraufhin bei den Hodenpunktaten, die verwendet wurden für die ICSI, sowie in der Flüssigkeit Trichomonas vaginalis nachgewiesen. Das Paar wurde zunächst behandelt mit Metronidazol und im nächsten Zyklus, wie Trichomonas ausgestanden war, wurde eine neue Punktion vorgenommen. Ein weiteres parasitäres Beispiel, das ich sehr spannend finde, ist aus der Literatur beschrieben. Da wurde in einer frischen Samenprobe bei der Punktion, also während schon Eizellen entnommen wurden, Schistosoma-Eier entdeckt. Das ist ein Pärchenegel, gehört zu den Saugwürmern, der die Bilharziose auslöst. Die Partnerin zeigte keinerlei Anzeichen irgendeiner Infektion in der Follikelflüssigkeit. Nach Befragung schilderte der Mann, dass er im Urlaub im Malawisee war und sich dem Parasit zugezogen hatte, der dann seinen Urogenitaltrakt befallen hatte. Die Eizellen wurden daraufhin eingefroren und der Mann behandelt und in einem weiteren Zyklus eine Kryo-ICSI gemacht. Als der Mann parasitenfrei war, wurden die Eizellen aufgetaut und befruchtet. Noch einmal zu den Pilzen zurück, zu Candida speziell. Ein Fallbeispiel, wo es einen Hefebefall in der Kultur gegeben hat, so wie wir das davor auf dem Foto gesehen haben. Das war eine Befruchtung über IVF. Die Embryonen wurden, nachdem die Kultur festgestellt wurde, dass sie kontaminiert war, gewaschen. Es wurde dann ein täglicher Schalenwechsel vorgenommen und die Entwicklung der Embryonen schien normal. Bevor es zum Transfer gekommen ist, hat das Labor entschieden, die Zona zu entfernen. Die Zona ist die Eihülle, die Sie hier in dem rechten Bild sehen, diese leere Hülle. Die braucht der Embryo tatsächlich ab dem 5. Tag nicht mehr zwingend, weil der Embryo wächst und die Zona ihn ein bisschen zurückhält und er muss schlüpfen, um den Kontakt zur Gebärmutter herzustellen. In diesem Fall, aus Angst, dass man die Sporen über die Zona mit in die Gebärmutter transferieren könnte, wurde vom Labor aktiv die Zona entfernt. In dieser Studie wurden auch 2 gesunde Lebendgeburten mit einem zonafreien Transfer dokumentiert. In diesem Fall natürlich vorweg, das muss tatsächlich mit Abklärung und Kommunikation an die Patienten passieren. Wie kann man Kontaminationen jetzt vorweg
so gut wie möglich minimieren. Und zwar durch ein Qualitätsmanagement, das eine Reinigungsroutine beinhaltet, HEPA-Filter, Oberflächen, die gereinigt werden mit getesteten Desinfektionsmitteln, also MEA, Mouse Embryo Assay getesteten Mitteln, die nicht embryotoxisch sind. Mitarbeiter gehören geschult, eine Arbeitskleidung, Haube, Mundschutz, Handschuhe und Hautdesinfektion gehören zum Standard. Ebenso müssen Partikel- und Luftkeimmessungen standardmäßig die Sicherheit im Labor nachweisen. Zusätzlich werden die Kulturmedien mit Antibiotika versetzt und die Samenaufbereitung muss zumindest für die Standardroutine so klargestellt werden, dass es zu möglichst keinen Kontaminationen kommt. Ebenso muss es ein Patientenscreening geben. Vor jeder Behandlung müssen wir wissen, wie die Serologie von den Patienten aussieht. Gegebenenfalls kann man bei Männern zum Start des Zyklus Azithromycin vorbeugend geben, damit das Ejakulat möglichst bakterienfrei ist. Noch ein kleiner Gedankenanstoß zur Epigenetik. Epigenetische Veränderungen in der IVF sind etwas, das zukünftig sicher noch viel, viel mehr Forschung bekommen wird. Es gibt bereits einige nachgewiesene epigenetische Veränderungen durch IVF-Kulturen. Die Frage ist, wenn die Kultur zusätzlich noch gestört wird, wirken bakterielle Pathogene als mögliche Epimutagene? Es wäre möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Happy Sales for Happy Babies. Gut. So, gibt es Fragen? Gut, genau, Sie haben ein geschlossenes System bei der Lagerung von Zellen angesprochen. Können Sie das kurz erklären? Es gibt zwei Systeme für die Lagerung von Zellen. Das eine wäre ein offenes System. Bei einem offenen System haben Zellen, in dem Fall Embryonen oder Eizellen, direkten Kontakt zum Stickstoff. Das heißt, es gibt stetig einen Austausch zwischen dem Stickstoff, der im Tank ist, und tatsächlich Kontakt zu den Eizellen. Bei einem geschlossenen System wäre es so, dass es diesen Kontakt nicht gibt, sondern ein verschweißtes oder zugedrehtes System verwendet wird. Also Tubes klassischerweise oder Straws für die Eizellen, die dann zugeschweißt, geöffnet, wieder aufgeschnitten werden müssen. Gut. Wir haben beides tatsächlich. Also wir verwenden standardmäßig offene Systeme, für serologie-positive Patienten geschlossene Systeme. Gut, eine Frage noch. Es gibt Transporte von Zellen von einer Klinik in eine andere. Wie können Sie ausschließen, dass Sie keine Kontamination in Ihre Lagertanks bekommen? Tatsächlich muss jeder Transport vorab freigegeben werden. Also wir haben natürlich vor Transport mit anderen Kliniken Kontakt. Es werden die Serologien ausgetauscht. Es muss alles, es muss bekannt sein, wie Hepatitis B, C, HIV, Chlamydien und Syphilis-Status am Tag des Einfrierens ist. Genau. Gut. Ah, gut, eine Frage noch. Gibt es schon Hinweise, ob Covid-19 in einem Stickstofftank überleben kann? Ähnlich wie bei HIV und Hepatitis-Virologien. Derzeit gibt es keine Nachweise, aber man nimmt an, dass der Virus Stickstoff überleben kann. Also tatsächlich gibt es aber noch keine Kontaminationsnachweise. Gut. Okay, dann noch einmal ankündigen. Gut, jetzt kommt wieder Frau Dr.
Therapist zu dem Thema Hyperglykämie. Was diagnostiziere ich an und warum? Ja. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe noch für den letzten Vortrag Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mich sehr bemüht, dieses Thema so spannend als möglich zu gestalten. Hoffe, dass Sie mit mir noch durchwandern durch diesen Exkurs in die Hyperandrogenämie-Diagnostik. Was mache ich wann und warum? Die Themen sind hauptsächlich, wann ist denn eine Androgendiagnostik eigentlich sinnvoll? Es wird in dem Vortrag um die wichtigsten 5 Differentialdiagnosen der Hyperandrogenämie gehen. Und wir schauen uns ein bisschen die Therapieansätze anhand von kurzen Beispielen an. Wann brauche ich eine Diagnostik der Androgene? Zu uns kommen sehr oft Patientinnen mit Befunden, die sehr ausufernd sind, oft in Eigeninitiative oder bei der gesunden Untersuchung mitgemacht, freuen sich sehr, alles beisammen. Die Frage ist, wie hilfreich ist denn dieser Befund in der Diagnose und bringt er mich weiter? Wenn wir uns das ansehen, wir brauchen immer besonders zu diesen ausufernden Hormonbefunden, wir brauchen eine Anamnese dazu. Wenn Sie sich die Werte hier ansehen, Östradiol etwas erhöht, sobald ich höheres Östradiol habe ohne Zyklusanamnese, ich weiß nicht, was hier genau geschieht. Frühfollikulär sollte das Östradiol niedrig sein. Sobald das erhöht ist, kann ich meine Gonadotropine hier nicht mehr beurteilen. Androgendiagnostik wurde hier mitgemacht. Wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist, ist Gegenstand des Vortrags, auf das gehe ich näher ein, Progesteron. Es kommt auf die Fragestellung an, was möchte ich mir anschauen. In einer Standard-Hormon-Basis-Diagnostik benötige ich eigentlich kein Progesteron, auch kein Sexual Hormone Binding Globulin. Glucose ohne die Erkenntnis, ob die Patientin nüchtern war bei der Abnahme, ja oder nein, wenig hilfreich, ebenso wie Cortisol. TSH wurde hier mitgemacht, das ist schön, Cholesterin ohne das restliche Gesamtlipidprofil. Schauen wir nun wirklich weiter, was sind denn die wichtigsten Androgene in der Diagnostik? Ich habe zum einen Androstendion und dann DHEA. Es wird oft behauptet, dass DHEA und dessen Sulfat, also das DHEAS, eigentlich als gleich zu betrachten sind. Stimmt so nicht. Allerdings reicht das DHEAS für die meisten meiner Betrachtungen. DHEA unterliegt mehreren tageszeitlichen Schwankungen. Es gibt zusätzlich noch das Testosteron und das Dihydrotestosteron. Und einige Zusatzparameter in der Diagnostik, die ich je nach Anamnese benötige, wie zum Beispiel das Sexual Hormone Binding Globulin, der freie Androgenindex. Ich komme später noch zu diesen beiden Parametern, ebenso wie das 17-OH-Progesteron, das wir uns mit dem Cortisol gemeinsam noch näher ansehen werden. Die beiden sind differenzialdiagnostisch sehr wichtig und auch für meine Funktionstests. Es wird immer wieder die Frage gestellt, brauche ich gleichzeitig bei einer Patientin mit Hyperandrogenämie einen oralen Glukosetoleranztest? Der standardisierte orale Glukosetoleranztest mit 75 Gramm Glukose ist in manchen Fällen hilfreich, allerdings empfehlen wir ihn, wenn er schon gemacht wird, mit einem Insulinprofil zu kombinieren. Warum das so ist, erkläre ich Ihnen gleich anhand von 2 Diagrammen.
Wenn Sie sich durch den Insulin-Glucose-Index und den HOMA-Index, wenn Sie sich diese beiden Indizes ansehen, ist es oft so, dass diese Indizes normal sein können, obwohl ich Abweichungen in der Dynamik des Glucose- oder Insulinverlaufs habe. Leberenzyme und das Gesamtlipidprofil können sinnvoll sein, vor allem bei Verdacht auf metabolisches Syndrom. Gehen wir ganz kurz ein auf die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Mitbestimmung des Insulins, vor allem im Glukosetoleranztest. Sie sehen hier meinen standardisierten Glukosetoleranztest mit dem nüchternen Wert sowie nach einer Stunde und nach zwei Stunden. Im ersten Beispiel, wenn Sie hier die Werte sich ausrechnen, ich habe Ihnen in Klammer die Referenzbereiche mit angegeben, haben Sie an und für sich einen normalen Glukose-Insulin-Index und einen normalen HOMA-Index. Im Verlauf der Kurve sehen Sie hier einen absolut abweichenden Wert nach einer Stunde sind massive Insulinausschüttungen notwendig und nach zwei Stunden ist es nicht möglich, auf die nüchternen Werte des Insulins zurückzukommen. Bei der zweiten Kurve ist es ebenfalls so, dass die singuläre Betrachtung der Einzelwerte eigentlich in Ordnung ist. Die Dynamik des Insulins ist aber pathologisch. Dann haben Sie hier einen Wert nach einer Stunde von 34, der dann weiter ansteigt nach zwei Stunden. Ein kurzer Exkurs über den Zusammenhang der Insulinresistenz, Hyperandrogenämie und dem Sexual Binding Globulin. Was macht Insulin genau? Insulin vermittelt die Aufnahme von Glucose in die Zelle. Das Pankreas wiederum misst meine Glucosespiegel und sorgt für die Insulinausschüttung. Jetzt ist umgangssprachlich immer von Insulinresistenz die Rede. Tatsächlich wäre es richtiger, von reduzierter Insulinempfindlichkeit zu sprechen. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Die Glucose gelangt leichter ins Fettgewebe und die Adipozytokine, die verschlechtern die Insulinempfindlichkeit weiter. Und es kann auch sein, dass eine gleichzeitige Unempfindlichkeit der Leber vorhanden ist. Und die Leber selbst ist ja für die Gluconeogenese zuständig. Wenn die das Insulinsignal nicht adäquat wahrnimmt, kommt es zu einer weiteren Insulinausschüttung. Außerdem führt Insulin zu einer Steigerung der Androgenbiosynthese im Ovar und zu einer Senkung des Sexual Hormone Binding Globulins. Macht dann der orale Glukosetoleranztest Sinn? Prinzipiell kann adipösen PCO-Patientinnen angeboten werden, dient hauptsächlich dazu, eine bereits manifeste Stoffwechselstörung auszuschließen. Wie gesagt, wir empfehlen den oralen Glukosetoleranztest, wenn mit einer Insulinabnahme mit zu kombinieren. Ein pathologischer Insulinverlauf deckt mir eine bereits vorhandene Insulinresistenz auf, beziehungsweise eine herabgesetzte Empfindlichkeit. Und ich kann mir Gedanken darüber machen, ob eine Metformin-Off-Label-Therapie erwägenswert ist. Hier habe ich Ihnen mitgebracht eine schematische Darstellung des Sexual Hormone Binding Globulins und der Wirkungsweise des Testosterons. Es verhält sich ähnlich wie bei den Schilddrüsenhormonen, nur der freie, nicht gebundene Anteil ist wirksam. Das heißt, je mehr gebunden ist, desto weniger Androgene habe ich zirkulierend. Wir müssen leider auch einen klitzekleinen Exkurs machen in die Steroid-Biosynthese, hier im adrenalen Kortex. Wir mochten es schon in der Biochemie nicht so gern, dieses Diagramm. Trotzdem nochmal ganz kurz, um in Erinnerung zu rufen, die Produktion des Cortisols läuft hier über wichtige Enzyme. Die Kenntnis dieser Regelkreise ist wichtig für die Detektion adrenaler Enzymdefekte. Aus dem 17-OH-Progesteron wird über die 21-Hydroxylase das Cortisol gebildet. Wichtig ist, es gibt eine Vielzahl adrenaler Enzymdefekte. Es kann hier auch
beispielsweise die 3-Beta-Hydroxysteroide-Hydrogenase betroffen sein oder die 11-Beta-Hydroxylase. Fest steht aber, der weitaus häufigste Enzymdefekt ist die 21-Hydroxylase. Stellen wir uns jetzt die Frage, wann eine Androgenabklärung erfolgen sollte. Und die wichtigste Indikation sind Zyklusstörungen. Androgenisierungserscheinungen alleine, also starke Körperbehaarung oder Akne bzw. Haarausfall, sind alleine kein Grund für die Androgenabklärung, insbesondere wenn keine Zyklusstörungen vorhanden sind. Sie können einer Patientin nicht sagen, dass die Serologie in Ordnung ist, deswegen hat sie trotzdem noch ihre Akne. Das heißt, in meiner Blutabnahme kann es sein, dass meine Werte völlig in Ordnung sind. Das liegt an der unterschiedlichen Ansprechbarkeit der Rezeptoren. Bei Zyklusstabilität kann man sagen, schwerwiegende Ursachen sind eher unwahrscheinlich und dass eine Hyperandrogenemie, die den Zyklus nicht beeinflusst, vermutlich auch die Fertilität nicht beeinflusst. Schlussfolgernd kann man sagen, dass auch bei der Kinderwunschpatientin mit stabilem, regelmäßigem Zyklus die Androgendiagnostik jetzt nicht standardmäßig durchgeführt werden muss. Wichtig sind ein paar Grundüberlegungen, nämlich, dass die HER und die HERS zyklusabhängigen Schwankungen unterliegen, genauso wie 17-OH-Progesteron. Das wird beispielsweise auch im Corpus luteum gebildet, steigt also periovulatorisch an und bleibt dann auch persistent. Das ist sehr wichtig für meine Differentialdiagnostik, was wiederum bedeutet, eine Androgendiagnostik, wenn ich sie durchführe, sollte in ovarieller Funktionsruhe passieren. Wann ist jetzt so eine ovarielle Funktionsruhe oder frühfollikuläre Phase? Wie weise ich das nach? Eigentlich sehr einfach mittels Sonographie. Das heißt, wenn ich sonografisch ein schmales, flaches Endometrium nachweisen kann, von unter 6 mm, bei Leitfollikeln, die nicht größer als 7 bis 8 mm sind, befinde ich mich direkt in der ovariellen Funktionsruhe und kann somit einer Patientin beim Erstbesuch, die mir über Zyklusunregelmäßigkeiten und Amenorrhoe berichtet, eine Diagnostik ermöglichen. Was mache ich jetzt, wenn das nicht der Fall ist? Dann brauche ich eine Blutungsinduktion, um diese ovarielle Funktionsruhe herbeizuführen. Das gelingt bei hochaufgebautem Endometrium höher als 6 mm durch eine Transformation. Das heißt, ich gebe Progesteron in Transformationsdosen. Das gelingt mit Dydrogesteron oder auch mikronisiertem Progesteron. Metoxyprogesteronacetat kann verwendet werden oder auch Noretisteronacetat. Noretisteronacetat hat eine restöstrogenisierende Wirkung, weshalb es schön auf mit und ohne flachem Endometrium verwendet werden kann. Das heißt, wenn Sie sich die rechte Spalte ansehen, bei einem Endometrium, das einfach noch nicht östrogenisiert ist, das muss ich erst aufbauen, um es zu transformieren. Das gelingt mit Estradiol-Valrat, 2 Milligramm beziehungsweise äquivalenten Dosen von Ethinyl-Estradiol, also 25 bis 30 Mikrogramm. Diese Präparate, die hier angeführt sind, Neta und MPA, die sind in Österreich in dieser Form nicht verfügbar. Auch eine Dosierung mit 25 bis 30 Mikrogramm reines Ethinyl-Estradiol, wenn Sie sowas benötigen, das sind alles magistrale Rezepturen an die Apotheke Ihres Vertrauens. Wir kommen nun zu den wichtigsten Differentialdiagnosen. Die Differentialdiagnostik der Hyperandrogenemie ist wichtig, um einfach schwerwiegende Defekte auszuschließen. Vieles ergibt sich aus der Anamnese, wie wir sehen werden. Die wichtigsten Differentialdiagnosen sind 5 Stück. Es geht da hauptsächlich um die exogene Zufuhr, um den androgenproduzierenden Tumor,
beziehungsweise das Late-Onset-AGS in Form adrenaler Enzymdefekte, beziehungsweise ein zu viel an Cortison über das Cushing-Syndrom oder Morbus Cushing. Und ich habe relativ bewusst das PCO-Syndrom zuletzt angeführt, weil es meine Ausschlussdiagnostik darstellt. Die exogene Androgenzufuhr ergibt sich aus der Anamnese und kann wissentlich oder unwissentlich passiert sein. Das heißt, es kommt tatsächlich relativ häufig vor, dass Sportlerinnen gerne mit Steroid dopen. Manchmal gibt es aber auch Nahrungsergänzungsmittel, oft importiert. Viele Sachen sind aus dem Internet erhältlich und die Patientinnen nehmen Mixturen, von denen sie gar nicht wissen, dass sie steroidhaltig sind. Tatsächlich gibt es auch einige Fallbeispiele, die beschrieben sind, wo der Partner mit Testosteron transdermal therapiert wird und seine Partnerin kontaminiert. Androgen produzierende Tumore, warum ist das so wichtig? Worauf muss man achten? Bei Androgen produzierenden Tumoren ist die Anamnese wegweisend, und zwar wenn die Androgenisierungserscheinungen über Wochen oder Monate in relativ kurzer Zeit zutage getreten sind. Es zeigen sich im Serum extrem hohe Androgenspiegel, Testosteronwerte bei 1,5 bis 2 Nanogramm pro Milliliter und oder DHEAS bei 7 Mikrogramm pro Milliliter. Eine wichtige Differentialdiagnose in der Postmenopause ist die Hyperinsulinämie, wenn vorher, das ist ein kleiner Tippfehler, entschuldigen Sie bitte, wenn vorher ein PCO-Syndrom bekannt war. Grundüberlegungen zur Abklärung. Es geht jetzt wirklich nicht darum, auf die Pathophysiologie der androgenproduzierenden Tumore einzugehen. Es geht wirklich kurz um die Funktionstests. Eine autonome Produktion ist grundsätzlich von extern nicht supprimierbar. Daher sollte man hohes Cortisol mittels Dexamethason-Kurztests überprüfen und bei erhöhten Werten von 17 OH Progesteron einen ACTH-Test anwenden. Gleichzeitig brauche ich eine Bildgebung, also Vaginal- oder Abdominalsonographie beziehungsweise MRT oder CT. Beim Hypercortisolismus muss ich auch an exogene Ursachen und Zufuhr denken. Das Cushing-Syndrom oder direkte Morbus Cushing. Das Cushing-Syndrom bezeichnet die Klinik der Morbus Cushing direkt die Produktion über ein kortikotrophes Hypophysenadenom. Wie sieht meine Klinik aus? Patientinnen haben ein rotes, rundes Gesicht und Androgenisierungserscheinungen, eventuell Müdigkeit, Hypertonus und stammbetonte Adipositas. Allerdings ist das klinische Bild nicht immer voll entwickelt und es ist einfach eine diagnostische Abklärung der adrenalen Hyperandrogenämie wichtig. Ganz, ganz kurz, wie mache ich jetzt einen Dexamethason-Kurztest? Grundsätzlich erfolgt eine abendliche Gabe von 1 Milligramm Dexamethason. Am nächsten Morgen sollte dann Cortisol und DHEA, ausnahmsweise mal nicht DHEAS, abgenommen werden. Das lässt sich zum einen nicht so kurzfristig supprimieren und zum anderen ist so eine bessere Vergleichbarkeit mit dem ACTH-Test möglich. Bei einer Supprimierbarkeit unter 18 Nanogramm pro Milliliter ist eine autonome Produktion in 95% der Fälle ausgeschlossen. Bei einem auffälligen Testergebnis sollte die Patientin weitergeleitet werden an eine Spezialambulanz. Ganz kurz, der ACTH-Test prinzipiell beeinflusst zwar die Tageszeit, die Basalwerte des Cortisols, also ich brauche ein Cortisol, dass ich mitbestimme, um die Richtigkeit der Durchführung des Tests sicherzustellen. Das ist sozusagen mein Kontrollwert. Also obwohl diese Werte tageszeitlich schwanken, kann der Test selbst zu jeder Tageszeit durchgeführt werden, allerdings nicht unter der Einnahme von Kortikosteroiden. Es erfolgt eine basale Abnahme von Cortisol und 17-OH-Progesteron.
nach einer Gabe von 250 Mikrogramm Synaktin, also ACTH, im Bolus wird nachgespült, um sicherzustellen, dass die Gesamtmenge intravenös landet, und eine Stunde später werden die Werte erneut abgenommen. Und das ist jetzt wichtig bei einem Anstieg von über 2,5 Nanogramm pro Milliliter, also nicht der Absolutwert, sondern wirklich der Anstieg, deutet auf einen Enzymdefekt hin und sollte dann resultieren in einer Molekulargenetik. Eine Nebennierenrindeninsuffizienz kann ausgeschlossen werden, wenn bei Cortisolanstieg, wenn der Cortisolanstieg auf das Doppelte passiert oder auf über 200 Nanogramm pro Milliliter. Zum adrenalen Enzymdefekt grundsätzlich gleicht die Klinik sehr derer der PCO-Patientinnen. Also auch sie präsentieren sich extrem oft mit Oligoamenorrhoe und Androgenisierungserscheinungen. Und in 90% der Fälle, wie vorher schon erwähnt, ist die 21-Alpha-Hydroxylase betroffen. Die eigentliche Therapie ist in den seltensten Fällen nötig, aber im Hinblick auf eine geplante Schwangerschaft ist es daher essentiell, weil auch der Partner unentdeckte Enzymdefekte mitbringen kann und sich dann beim Kind ein klassisches AGS manifestieren kann, das vor allem beim weiblichen Fet ein virilisiertes Genital verursacht und medikamentös und operativ nicht hinreichend behandelt werden kann. Das hat nicht zuletzt haftungsrechtliche Aspekte, die es wirklich zu vermeiden gilt. Sie müssen das nicht wissen, weil diese Patienten wirklich in eine Spezialambulanz gehören. Aber ganz kurz, natürlich gehören die Patienten in eine humangenetische Beratung. Wie geht man aber vor bei vorhandenen Enzymdefekten bei beiden Partnern mit Kinderwunsch? Es erfolgt eine Dexamethasongabe in einer Dosierung von 20 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht jeden Tag auf 3 Einzeldosen verteilt bis zur 9. Schwangerschaftswoche. Und die Chorionzottenbiopsie stellt mir dann quasi sicher, ob es sich um einen weiblichen oder einen männlichen Fet handelt. Und beim weiblichen Fet sollte ich die Therapie bis zur Geburt weiterführen. Beim männlichen Fet Therapiestopp. Das PCO-Syndrom bleibt als letzte Differentialdiagnose übrig, nachdem alle meine anderen Differentialdiagnosen ausgeschlossen wurden. Das heißt, wenn alle relevanten Ursachen über Funktionstests ausgeräumt sind und ich eine Hyperandrogenemie serologisch oder via Androgenisierungserscheinungen habe, kombiniert mit Zyklusstörungen im Sinne einer Oligoamenorrhoe bzw. Oligoanovulation, und eventuell polyzystische Ovarien im Ultraschall, dann ist meine Diagnose das PCO-Syndrom. Diese Nebenerscheinungen der polyzystischen Ovarien, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das eben quasi das Endresultat ist. Der Follikelreifungsstörungen findet sich auch bei 80% der Patientinnen mit adrenalem Enzymdefekt. Zusätzlich kommt dann oft noch ein metabolisches Syndrom. Oft wird der verschobene LH-FSH-Quotient herangezogen, der dient aber, wie gesagt, nicht der Differentialdiagnose. Auch hier ein Tippfehler. Zusammenfassend, ein PCO liegt eben vor bei Oligoamenorrhoe bzw. bei Oligoanovulation, einer Hyperandrogenemie serologisch oder bei Androgenisierungserscheinungen, wenn alle anderen androgenisierenden Erkrankungen ausgeschlossen sind. Ich habe Ihnen jetzt nochmal alles Gesagte zusammengefasst in einem kleinen Flowchart. Das heißt, habe ich Androgenisierung oder Zyklusstörungen, erfolgt eine Lokalisationsdiagnostik. Die Lokalisationsdiagnostik ist eine Androgenbestimmung in follikulärer Funktionsruhe. Ich brauche eben Testosteron und DHEAS, Androstendion. Sehe ich hier massiv erhöhte Werte, muss ich zum einen an einen Tumorausschluss denken, beziehungsweise in der Anamnese Steroidhormonabusus erfragen, in der Postmenopause
die besagte Differentialdiagnose bei Hyperinsulinämie. Sind jetzt alle meine Werte zwar erhöht, aber nicht so massiv und ergibt sich aus der Anamnese, dass die Virilisierungserscheinungen nicht kurzfristig entstanden sind, so brauche ich weiters ein Cortisol und ein 17-OH-Progesteron zur Ausschlussdiagnostik. Ist das 17-OH-Progesteron erhöht, überprüfe ich mittels ACTH-Test. Bei einem Anstieg von über 2,5 Nanogramm pro Milliliter sollte in jedem Fall eine Molekulargenetik erfolgen. Wenn die positiv ist, ist es in den meisten Fällen eine 17-Alpha-Hydroxylase, die defekt ist. Wenn es negativ ausfällt, bin ich bei meiner Differentialdiagnose PCO-Syndrom oder schlichtweg essentieller Hyperandrogenämie, ebenso wie bei einem Anstieg im Provokationstest von unter 2,5 Nanogramm pro Milliliter. Ein erhöhtes Cortisol wird mit dem Dexamethason-Kurztest überprüft. Eine entsprechende Supprimierung unter 18 Nanogramm pro Milliliter zeigt mir einen Ausschluss einer autonomen Produktion. Bei nicht vorhandener adäquater Suppression bitte weiter an die Spezialambulanz. Und Cortisol und 17-OH-Progesteron nicht massiv erhöht, ist auch eine Ausschlussdiagnostik. Ja? Ich hoffe, das war nicht allzu verwirrend. Wir gehen weiter zur Metformin-Off-Label-Therapie. Die Metformin-Off-Label-Therapie, was ist da zu beachten? Metformin ist grundsätzlich ein Biguanid mit der Zulassung für die Therapie des Typ-2-Diabetes mellitus und wird bei der Hyperandrogenämie im Off-Label-Use verwendet. Es senkt die Androgenbildung im Ovar und in der Nebennierenrinde, aber nicht die Androgenisierungserscheinungen. Das sollte nicht die Indikation sein. Es hemmt die hepatische Gluconeogenese und verzögert die Glukoseresorption, verstärkt auch die Glukoseaufnahme in die Muskulatur und hat einen appetitsenkenden Effekt, weshalb viele Patientinnen damit auch zur Gewichtreduktion verholfen werden kann. Hauptnebenwirkung der Meteorismus und Diarrhoe immerhin bei einem Drittel der Patientinnen. Diese Patientinnen muss man auch darauf hinweisen. Es gibt eine gefürchtete Nebenwirkung, nämlich die Ketoazidose, wobei man sagen muss, das Risiko ist bei Nieren- und Lebergesunden Patientinnen eher unwahrscheinlich. Trotzdem und insbesondere im Hinblick auf den Off-Label-Use empfiehlt sich eine Leber- und Nierenkontrolle vor Therapiestart. Kontraindikationen sind Pankreatitis und Alkoholkonsum sowie respiratorische Insuffizienz und alle Radikaldiäten unter 1000 Kalorien pro Tag. Kommen wir kurz zur Therapie der PCO-Patientinnen ohne Kinderwunsch. Ist das überhaupt notwendig? Was ist mein Therapieziel? Die primären Ziele bei der Patientin mit PCO ohne Kinderwunsch sind die Zyklusregulierung und die Senkung der Androgenisierungserscheinung und auch die regelmäßige Sicherstellung der Transformation des Endometriums. Grundsätzlich bringt die richtige Therapie eine Optimierung der Insulinempfindlichkeit mit. Und wenn man ein Kontrazeptivum geschickt wählt, kann man die Insulinempfindlichkeit sogar noch verbessern. Studien haben gezeigt, dass zu hohe Ethinyl-Estradiol-Dosen die Insulinempfindlichkeit verschlechtern und ebenso Gestagene mit androgener Restaktivität. Man sollte Präparate bei Kontrazeptiva, sollte man Präparate mit Chlormandinonacetat und Cyproteronacetat bevorzugen und eventuell bei Patientinnen mit sehr hohem BMI auch eine Rezeptur erwägen, wo man gezielt runtergeht mit dem Ethinylestradiol und dem CPA beimischt. Sport und körperliche Aktivität sind wichtig. Man empfiehlt 10.000 bis 15.000 Schritte pro Tag kombiniert mit einer kohlehydratarmen Diät. Wie sieht es bei der Patientin mit Kinderwunsch aus?
Grundsätzlich ist da die First-Line-Therapie zur Follikelreifungsinduktion immer noch Clomiphen. Wenn auch einige Studien gezeigt haben, dass Letrozol äquivalent ist, allerdings ist es in Österreich nach wie vor Off-Label-Use. Es wird in der frühfollikulären Phase für 5 Tage zu Zyklusbeginn gegeben. Bei Body-Mass-Indizes über 30 empfehlen wir zusätzlich eine Gewichtsreduktion sowie eine Ernährungsberatung und Sport. Eine Kombination mit Metformin kann erfolgen. Beides erhöht in der Kombination die Wahrscheinlichkeit ovulatorischer Zyklen und auch die Vermeidung einer Kinderwunschbehandlung im Sinne einer ovariellen Stimulation und IVF-ICSI-Behandlung. Clomiphen ist nach aktueller Studienlage effektiver zum Erreichen einer Schwangerschaft. Allerdings erhöht Metformin die Ansprechbarkeit auf Clomiphen. Kurz zur Frage Metformin, Kinderwunsch und eingetretene Schwangerschaft. Nach derzeitiger Datenlage sollte man eigentlich empfehlen, Metformin in der Schwangerschaft wieder abzusetzen. Es gibt zwar keine explizite Kontraindikation sowie keine Gefährdung für Mutter und Kind. Es hat sich aber auch keinen Nutzen für die Abortreduktion gezeigt. Und es gibt eine relativ bekannte Arbeit über den Metformin-Use in PCOS-Pregnancies. Die haben sich in der Arbeitsgruppe angesehen, kindliches Gewicht im Follow-up von bis zu 4 Jahren kindlichen Alters und haben hier ein erhöhtes kindliches Gewicht entdeckt. Also bis man hier mehr weiß, ist es sicher ratsamer, Metformin abzusetzen. Kommen wir nun ganz, ganz kurz zu den Therapieoptionen bei den Androgenisierungserscheinungen. Bei Haarausfall gibt es ein paar Differentialdiagnosen. Gesteigerte Haarausfall ist abzugrenzen von der Alopecia areata, also Kreiswunderhaarausfall als Form der Autoimmunerkrankung, die sicher in dermatologische Behandlung gehört. Abzugrenzen ist auch eine Schilddrüsenfunktionsstörung sowie ein Eisenmangel. Ferritinwerte unter 70 sind hier sicher therapiewürdig. Infektionskrankheiten, dabei muss man an Syphilis denken, genauso wie bei systemischen Erkrankungen, etwa der Psoriasis, kann es zum Effluvium kommen. Auch die Medikamentenanamnese bitte beachten, Heparin und das Beginnen und das Absetzen von Kontrazeptiva können einen Anstoß für Haarausfall sein. Stress, Ernährung und Schwangerschaft sind mögliche Ursachen. Eine Kausaltherapie sollte immer im Vorhinein erfolgen. Es gibt aber auch Interventionsmöglichkeiten mit Minoxidil-Lösung in Form von Schaum oder eben direkt im Haarwasser. Es gibt auch ein 17-Alpha-Estradiol in Form von Haarwasser, das man gut anwenden kann, und orale Kontrazeptiva mit antiandrogener Wirkung. Die Ernährung ist mit etwas, worüber aufgeklärt werden sollte. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch über die Option der Eigenhaartransplantation sagen, dass es eine Möglichkeit ist, die sicher viel kostspieliger Behaarung, massiv verstärkte Körperbehaarung ist für Frauen sicher auch ein kosmetisches Problem. Man kann es auch kosmetisch therapieren mittels Lasertherapie oder mit Wachsen. Es gibt eine für Frauen im Gesicht zugelassene Eflornithin-Creme, die man anwenden kann, beziehungsweise auch die Verwendung von antiandrogenen Kontrazeptiva. Einen Therapieerfolg erwartet man sich hier in 9 bis 12 Monaten. Ganz kurz zur Akne-Therapie. Die Akne-Therapie gehört sicher zum Gynäkologen und zum Dermatologen. Eine antiandrogene Therapie ist grundsätzlich mit Androcur, Spironolactone oder 5-Alpha-Reduktase-Hemmern möglich. Kombinierte orale Kontrazeptiva sollten so eingesetzt werden, dass antiandrogenen Wirkstoffen der Vorzug gegeben wird.
Retinoide können lokal oder systemisch appliziert werden, gehören aber sicher in die Verschreibung des dermatologischen Kollegen oder der Kollegin. Und Antibiotika können langfristig mithelfen. Die muss man dann allerdings auch in Langzeittherapie verabreichen, etwa Minocyclin oder Doxycyclin. Therapieerfolg hier ist etwas rascher und zwar in 4 bis 8 Wochen zu erwarten. Da empfiehlt sich den Patientinnen, eine Aufklärung darüber zukommen zu lassen. Zusammenfassend kann man sagen, die Androgendiagnostik dient der Ursachenklärung der Androgenemie, hat aber keinen direkten Einfluss auf die Therapieentscheidung. Sie dient dem Ausschluss der schwerwiegenden Ursachen, die wir vorhin miteinander besprochen haben. Und die Wahl der richtigen Therapie ähnelt sich sehr oft und ist unabhängig von der Serologie. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch kurz Zeit haben für Fallbeispiele, würde ich die noch mit Ihnen durchgehen. Ich habe Ihnen 3 mitgebracht, die ein bisschen veranschaulichen, was wir in diesem Vortrag miteinander gelernt haben. Im Fallbeispiel Nummer 1 kommt eine 25-jährige Patientin mit einem BMI von 27, die Menarche gibt sie mit 12 Jahren an. Sie sagt jetzt, dass sie seit 6 Monaten eine Amenorrhoe hätte. Wiederholte Schwangerschaftstests, die sie selber durchgeführt hat, waren negativ. Sie kennt das eigentlich, dass der Zyklus öfter mal verlängert war, so lange aber noch nie. Und sie gibt keine Androgenisierungserscheinungen an. Die Ovarien zeigen sich unauffällig und zeigen eine maximale Follikelgröße von 6 mm und ein Endometrium von 5 mm. Die Frage ist, welche Diagnostik ist hier primär indiziert? Da die Patientin sich mit Amenorrhoe und in ovarieller Funktionsruhe vorstellt, kann ich eine direkte Blutabnahme anbieten, die Androgendiagnostik mit einschließt. Grund sind hier die Zyklusstörungen bzw. die Amenorrhoe. Ich habe Ihnen die Referenzwerte mit hingeschrieben. Sie sehen deutlich erhöhte Androgenwerte, die jetzt dazu führen sollten, dass man eine weitere Abklärung macht. Ein weiteres Vorgehen bei diesen Werten wäre jetzt so, dass man ein 17-OH-Progesteron und ein Cortisol sich anschaut. Sie sehen hier beide Werte über den Referenzwerten, über den Normbereich. Und die Frage, die sich stellt, ist, was muss ich tun? Ich muss mein Cortisol über einen Dexamethason-Hemmtest, Kurztest überprüfen und mein 17-OH-Progesteron, das sich erhöht zeigt, über einen ACTH-Test prüfen. Die Frage ist, warum nehme ich hier Cortisol mit ab? Wie vorher erwähnt, das Cortisol im Rahmen des ACTH-Tests dient meiner Kontrolle, dass der Test ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Wenn Sie sich die Testergebnisse ansehen, im 17-OH-Progesteron haben Sie einen Messwert von 3,1. Das ist jetzt keine Erhöhung im Vergleich zum Vorwert von den 2,8. Das ist keine Erhöhung über 2,5 Nanogramm pro Milliliter. Mein Cortisol im Hemmtest ist suffizient supprimiert. Das heißt, ich habe die gesamte adrenale Achse abgeklärt und kann mit meiner Arbeitsdiagnose PCO-Syndrom weiterarbeiten. Was ist mein Therapievorschlag für diese Patientin? Mit der Patientin kann vereinbart werden ein Kontrazeptivum, ein kombiniertes orales Kontrazeptivum einzunehmen, wenn keine Kontraindikationen bestehen. Dabei sollte darauf geachtet werden, ein antiandrogenes Gestagen zu nehmen. Eine Lifestyle-Adaption bei leicht erhöhtem BMI und eine Gewichtsreduktion. Im Fallbeispiel Nummer 2 stellt sich eine 39-jährige Patientin vor, die selber Sportlerin ist mit einem Body Mass Index mit 23. Sie hat im Rahmen einer gesunden Untersuchung auch gleich Hormone mit bestimmen lassen, wobei ein extrem erhöhtes Testosteron auf 10,5 Nanogramm pro Milliliter
auffällt. Zyklusstörungen gibt sie keine an. Daraufhin geht sie zu ihrem Gynäkologen und vergleicht die Hormonwerte mit einem Hormonstatus, der auch schon vor 5 Monaten durchgeführt worden ist. Da ist die Androgendiagnostik in Ordnung und die Vaginalsonographie unauffällig. An welche 2 wichtigsten Differentialdiagnosen muss hier gedacht werden? Also wir haben hier ein Testosteron, das massiv erhöht ist auf 10,5 Nanogramm. Meine 2 wichtigsten Differentialdiagnosen sind die exogene Zufuhr und der androgenproduzierende Tumor. Extrem irritierend an dieser Anamnese bei diesen Werten ist, dass die Patientin angibt, keine Zyklusstörungen zu haben. Das bedeutet, der Gynäkologe hat hier eine Wiederholung der Blutabnahme in einem anderen Labor veranlasst und das ergibt normale Werte, also diese Blutabnahme hat normale Werte ergeben. Die Frage ist, was ist hier passiert? Die Patientin wird dann eingehend befragt und gibt an, dass sie ein Importpräparat aus den USA bezieht und das enthält 17-Keto-DHEA. Jetzt gibt der Hersteller an, dass dieses 7-Keto-DHEA zu keinerlei Umwandlung in wirksame androgene oder östrogenwirksame Substanzen führt. Was ist hier eine denkbare Erklärung? Also offenbar ist es so, es sind 2 verschiedene Labors beschickt worden mit der Serologie. Offenbar gibt es da eine Interaktion der Metabolite des 7-Keto-DHEA mit dem angewandten Testosteron-Assay. Das ist eine denkbare Möglichkeit. Bei der Patientin war es tatsächlich so, dass nach Absetzen des 7-Keto-DHEA auch im ersten Labor diese vermeintlich hohen Werte abgefallen sind. Und ein allerletztes Fallbeispiel habe ich Ihnen noch mitgebracht von einer 28-jährigen Patientin, die sich normalgewichtig in der Praxis vorstellt. Sie hat sichtbare schwere Akne und möchte deshalb eine Hormonanalyse, weil sie gegoogelt hat, weiß sie außerdem, dass das von zu vielen männlichen Hormonen kommt. Sie hat aber sonst keine Androgenisierungserscheinungen. Welche Diagnostik ist hier primär indiziert? Die Patientin müsste man zunächst befragen. Sie hat zwar eine schwere Akne, die sicher für eine Androgenisierung spricht. Wir befragen sie zunächst und fragen, ob denn eine Zyklusstörung besteht. Die Patientin sagt daraufhin, dass sie eigentlich seit 8 Monaten eine Pille nimmt und dabei handelt es sich um ein kombiniertes orales Kontrazeptivum, das gestogenhaltig ist. Jetzt stellt sich die Frage, ist die Androgendiagnostik hier indiziert? Also prinzipiell ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass das Gestoden mit seiner androgenen Restwirkung jetzt nicht das optimale Kontrazeptivum für die Patientin ist. Wenn man es aber genau nimmt, besteht die Androgenisierung, so wie es die Patientin beschreibt, seit relativ kurzer Zeit. Das heißt, man könnte tatsächlich eine Androgendiagnostik machen, vielleicht zusätzlich SHBG mitbestimmen und schauen, ob genug davon vorhanden ist und mit dem 7-Dihydrotestosteron vielleicht die 5-Alpha-Reduktase-Aktivität mitbestimmen. Indiziert ist hier sicher ein Kontrazeptivum mit einer antiandrogenen Komponente, das heißt, die Patientin sollte man eventuell umstellen und dermatologisch mitbehandeln lassen. Meine Damen und Herren, Sie haben es jetzt wirklich geschafft. Danke für die Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde. Ich hoffe, dass für Sie jetzt die Abklärung der Hyperandrogenämie ab sofort kein Problem mehr ist. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke Ihnen sehr fürs Einschalten. Wir kommen jetzt noch kurz zu den Fragen. Bezüglich PCO haben wir hier ganz, ganz viele Fragen.
Da ist die Frage, ob Metformin bei PCOS und Kinderwunsch primär bei PCOS-Patientinnen mit auffälligem OGTT-Übergewicht oder bei allen PCOS-Patientinnen empfehlen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Metformin bei auffälligem OGTT empfohlen werden kann, wenn ich zusätzlich ein schlechtes Lipidprofil habe. Das heißt, man muss unterscheiden, dass Clomiphen bei Kinderwunschpatientinnen ist grundsätzlich eher für die Zyklusstabilisierung gut und das Metformin hilft mir eher für meine metabolischen Probleme, um die zu normalisieren. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das heißt, ich würde es empfehlen, aber schauen, was die Patientin mehr braucht. Braucht sie mehr die Zyklusregulierung oder braucht sie auch sehr viel Unterstützung in ihrem Metabolismus und in ihrem Lipidprofil? Ja, es sind wirklich sonst keine Fragen, die ich hier sehen kann. Ich hoffe, meine Damen und Herren, es war für Sie ein interessanter Vortrag. Danke, dass Sie so lange mit dabei waren. Ich stehe Ihnen natürlich für alle anderen Fragen, die noch auftreten, jederzeit auch per E-Mail zur Verfügung. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.